Bei wem konnte man denn hier bei den Magiern handeln? Magie zu Ehren. Jo, alles klar. Können wir nichts. Wir sehen uns. War das hier nicht der hier draußen der Torres? Magie zu Ehren. Schriften über die Magie erwerben. Nötigen mehr magische Kraft. Ja. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Jo, da können wir hier Band 3, Lehre der Götter. Der hat auch Tränke. Nice. Jede Menge Spruchrollen. Der hat auch Runen. Wunderschön. Aber der hat gar kein einziges Erz. Oder habe ich es gerade irgendwie übersehen? Nee, null. Nein. Müssen wir es hier bei dem verkaufen. Dann kriegt der das jetzt. Dann beuten wir den Hallo jetzt Freund. Aus. Sachen gebrauchen. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ich könnte dir ein paar... So. Die Münzen... Wir können ja erstmal bei den Ork-Waffen alle anfangen. Die brauchen wir ja gar nicht mehr. Wir können ja die stärkste Zweihänder-Axt mal behalten. Den Rest können wir aber eigentlich alles totbringen. Ja, brauchen wir auch nicht. Wir haben eine stärkere, glaube ich. Ich behalte die nochmal. So. Kriegsschwert. Ja, alles weg. Alles weg. Boah, das ist schon viel zu viel. So viel Kohle hat er gar nicht. Der hat nur 623. Immer noch zu viel. Gut, dann kaufen wir bei dem noch ein paar Dietriche mehr. So, dann jetzt das ganze Erz. Abzwacken. Dit. 633. Luxen wir den jetzt ab. Kann er nochmal hier nochmal den doch nochmal draufpacken. So. Das passt ja schon. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall... Hätten wir jetzt... Ja, nicht ganz. 1200 Erz haben wir. Wow, wir sind... Also, ich weiß nicht, was irgendwie gerade passiert ist. Wann das so hart umgeschlagen ist. Von Battlearm und nichts, keinen Kampf bestreiten können. Zu, naja, jetzt uns. Ah, ich wusste, dass das Schwert abgelegt wurde. Ja. So, Raven. Wo bist du? Genau, da stehst du ja. Hallo. Hallo. Ein Zwischenbericht. Ich will einen Zwischenbericht abgeben. Gut, ich bin gern gut informiert. Die große Beschwörung hat stattgefunden. Du hast deine Sache gut gemacht. In seiner Haut will ich trotzdem. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Nett. Das war's schon. Gut, dann sind wir dann fertig. Lass mich mal durch. Lass mich mal durch. Ja, was... Wo willst du jetzt hin? Lass mich mal durch. Geh doch. Geh doch weg. Guck mal, Bartolo, war das auch ein Händler? Dass du noch mehr verhökern können? Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Bartolo. Ich kümmere mich um die Versorgung der Erzbarone. Ich regle alles. Von Krautlieferungen über Essen bis hin zur Versorgung der Frauen. Außerdem sorge ich dafür, dass die beiden idiotischen Köche ihre Arbeit gut machen. Sie sollten mir dafür dankbar sein. Gomez lässt sich nicht jeden Fraß gefallen. Die letzten beiden hat er an die Snapper im Fluss verfüttert. Okay. Nicht besonders schlau. Na gut, dann haben wir jetzt hier im alten Lager eigentlich alles abgearbeitet. Dann können wir jetzt eigentlich zum neuen Lager stiefeln. Und dann da jetzt weitermachen mit dem
Fokus und so. Das machen wir jetzt nämlich auch. Ich will gerade gucken, dass ich jetzt auch das richtig mache. Der einfachste Weg ist, glaube ich, wirklich hier durch, links her und dann da durch. Ich glaube, vom anderen Tor kommt man sowieso viel besser zum neuen Lager. Oder vielleicht tut sich das auch überhaupt gar nicht viel. Oh, ist das eine grafische Augenweide hier einfach. Wundervoll. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Spiel genauso anstrengend für den Computer ist wie ein nagelneues Spiel, was eigentlich viel zu übertrieben ist. Weil die ganzen Sachen, die in diesem Spiel sind, einfach überhaupt gar nicht mehr mit den neuen Sachen funktionieren. Ah, den hätten wir auch mal mit Magie angreifen können. Dann habe ich jetzt ja gar nicht dran gedacht. So, Magie. Den nächsten klatschen mit Magie weg. Kavalon, ja, oh ja, gute Idee, guter Tipp. Geil, dankeschön. Natürlich möchte ich gerne mehr Erz haben, denn... Ah, ich wollte es doch mit Magie machen. Jetzt. Lass dich doch von meiner Magie treffen. So. What? Oh, wo kommst du denn her? Wo kommst du her? Warum bist du so schnell? Oh, geh weg. Was? Woher? Warum? Weshalb? Wieso? Wer? Was? Und was? Ja, kann schon sein. Oh. Ich hätte speichern sollen. Jetzt müssen wir alles nochmal machen. Es gibt auch nichts. Warum habe ich denn nicht gespeichert? War nicht besonders. Wie blöd war das denn? Ich möchte in den Kreis der Magier aufgenommen werden. Du willst also ein Magier des Feuers werden. Schon viele wollten uns angehören und nur einen habe ich in all den Jahren zum Lehrling genommen. Alle anderen haben versagt. Dein Geist ist reif für die Aufnahme. Wenn du Magier werden willst, dann muss ich dich zuvor prüfen. Ja, das kennen wir ja schon, das kann ich ja abbrechen. Ich bin bereit. Gut. Ja. Scheiße, was war die Frage? Ja, habe ich geholfen, ja. Ne? Wie ist der Name und... Enos. Scheißendreck. Was ist... Die Tugend war die Ehrfurcht vor den Göttern. Du hast gut, folge mir. Ja. Oh, wie blöd, ey. Wie blöd. Vielleicht kommt Chris wieder und hat direkt mal ein Déjà-vu, weil wir immer noch hier sind. Wir sind heute zusammengekommen, um einen Diener des Feuers zu weihen. Schwöre nun den Eid des Feuers. Ich schwöre bei den Mächten. Ich schwöre Götter, bei... Ich bla bla. Schwöre, ich schwöre ja. Bei... Dass mein... Bis mein Körper... Mit dem Wort trage... Jawohl. Nimm dieser Buch... Für jeden... Jawohl. Nimm das Buch des... Möge das Feuer dich allzeit... Jo. So, was haben wir bei Choristo? Bei Choristo hatten wir... erstmal was über Erkläre Kreise mir das der Wesen Magie der magischen gehört. Kreise. Natürlich. Sie steht... Das haben du wir uns wirst alles es erfordert, gehört. Doch die... Sie sind ein... Ihre Ach, Macht... Blöd, ey. Dann haben wir den ersten ich Kreis bin jetzt gelernt. Bereit. Den ersten... Jede Rune durch den Einsatz... Doch anders als Spruch... Jede Rune ist eine Quelle magischer Kraft... auf die du immer wieder zurückgreifen kannst. Mhm. Deine eigene mit je nutze die... Ja. Hat mir den zweiten auch direkt gelernt? Ich glaube, ja. Machen wir jetzt. Ich möchte den zweiten Kreis erlernen. Du hast das Verständnis der Runen gelernt. Nun ist es an der Zeit, dieses Verständnis zu vertiefen. Mit dem zweiten Kreis lernst du die Grundsätze stärkerer Kampfzauber. Du
und vor allem das Geheimnis der Heilung. Doch du musst noch viel lernen. Willst du die tatsächlichen Geheimnisse der Magie ergründen? Heilung? Du weißt, dass du jede Rune so lange einsetzen kannst, bis deine eigene Kraft verbraucht ist. Aber frage dich, ob es sinnvoll ist. Du hast Macht verliehen bekommen, mit der es dir ein leichtes ist, Tod und Verderben zu bringen. Doch der wahrhafte Magier zaubert nur dann, wenn es angebracht ist. Erkenne die Situation, dann wirst du die Macht der Runen erkennen. Der dritte Kreis, ja, kostet 20. Die letzten 5 Punkte, die wir haben, würde ich ins Mana stecken. 5 mehr haben wir nicht, ne? Ich kann den. Nee. Genau. Genau, dann haben wir nämlich jetzt das Mana voll. Drago, kannst du uns noch irgendwas labern? Nee, können wir nicht. Speichern. Dann haben wir noch Bücher. War das hier auch? Also bei Gothic 2 war das auf jeden Fall so, dass man durch Lesen von Büchern auch Sachen lernen kann. Also auf jeden Fall Mana verbessern oder solche Sachen. Ich weiß nicht, ob das hier auch war. Versuch's mal. Nee, bisher zumindest nicht. So, in der zweiten Stufe können wir jetzt auch Magie zaubern. Wow. Heilungszauber. Torres, hast du eine Heilrune? Das wäre richtig cool. Die Bücher wollte ich mir eigentlich auch immer alle schon mal durchlesen, wenn ich mich erinnere. Ich weiß nicht, ob ich das mal gemacht habe. Die waren halt auch alle mal interessant. Heilung. Kreis 2. Magie pro Mana 10. Ja. Heilung. Gibt es die auch in Stärker? Nee. Ah, 500. Ah, erstmal noch nicht. Später vielleicht. So, dann wird dem hier noch wieder alles verkaufen. Hallo, Freund. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Jawohl. Dann verkaufe ich dir nochmal was. Und zwar nochmal wieder die ganzen Waffen. Und zwar weiß ich jetzt ja gerade noch, dass das Schwert dicht ausgerüstet war. Das heißt, alles andere können wir verkaufen. So, den müssen wir wieder zurück. 600. Dort Dietrich noch wieder ein paar dazu. Und dann das ganze Erz. So, Mana-Tränke. Hast du noch irgendwelche interessanten Sachen? Nee, nur Sachen, die wir vorher schon mal an ihn verkauft haben. Die können wir jetzt mal auffüllen, noch mit ein bisschen mehr Wert an Waffen. Haben wir auch einiges von. 1200 will der ja haben dafür. So viel haben wir nicht. Kriegt er die Schattenrüstung noch dazu. Können wieder Waffen rausnehmen jetzt hier. Das ist auch dieses System. So. So, jetzt. Wunderbar. Das war aber nicht leicht. Speichern. Ich könnte jetzt natürlich auch hier durchs alte Lager durchgehen, hinten und dann durchs andere Tor raus und dann jetzt hier bei Fisk nochmal verkaufen. Kriegen wir noch mehr Geld.
Und dann können wir bei Kavalon gleich nochmal einen Zwischenstopp einlegen. Nochmal verkaufen. Dann hätten wir auf jeden Fall schon locker genug Genähte zusammen für die, die Rüstung. Die höchste Rüstung von, wer ist denn noch? Von den Feuermagiern. Fisk. Komm her. Red mit mir. Hallo, Freund. So, zeig mir deine Waren. Zeig mir deine Ware. So, du hast auch richtig viel Kohle. Nice, das gefällt mir sehr. Da kann ich hier nämlich richtig was verkaufen. Die Schattenrüstung nehme ich direkt mal. Und jede Menge Schwerter und andere Sachen. 900. Die behalten wir mal, die Sachen. Stärkebonus 10 ist ja halt auch nice. Schutz vor Pfeilen. Ja, wollen wir nicht. So, hier haben wir noch was. Tränke brauchen wir auf Dauer alle selber. Erster Kreis der Magie. Hätten wir auch wenn wir durchlesen können. Haben wir nicht. Eine Pfeife. Die, ich weiß gar nicht, wofür man die braucht. Ah, die ganzen, die können wir natürlich auch verkaufen. Die geben sich halt auch ein bisschen was. Haben wir hier noch eine Fackel, 4 Stück. Ich weiß nicht mal, wofür die Münzen existieren. Also, die braucht doch kein Schwein mehr. Karte der Kolonie. Fokuskarte von Iberion. Brauchen wir auch nicht. Ja, die Tränke sollten wir alle behalten. Heilkräuter auch eigentlich alle behalten. Das Bier können wir verkaufen. Das brauchen wir nicht. Ah, das behalten wir uns auch alles erstmal. Feuerball, warte mal, den Feuerball können wir doch jetzt nicht. Feuerpfeil. Preis 1, Mana-Kosten 1, Feuerschaden 30. Feuerschaden pro Mana 30 Kosten 30. Das heißt, der ist teuer, den können wir auch verkaufen. Feuersturm. Ich hab einen Lichtzauber. Ich kann Magie und hab Lichtzauber. Ich hab keine Ahnung, ob das so gut war. Gut ist. Ich bin. Piu, 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 piu. Feuermagier. Ha, ja. Ja, ist cool. Ist cool. Einwand war berechtigt. Genau, aber wir können ja schon den Lichtzauber, den können wir die ganze Zeit schon. Auch als. Den habe ich irgendwann bekommen, als ich. Weiß nicht, den habe ich schon vor lange, da war ich erst Schatten. Da habe ich den schon gekriegt irgendwo. Ihr fragt mich nicht wo, ich habe keine Ahnung. So, die Frage ist halt, ob wir den hier behalten müssen. Also bringt eh nicht so viel. Dann können wir jetzt auf jeden Fall erstmal auffüllen mit Gold, mit Edelerz. Früher wäre das ganz anders. Ah, dass hier die Währung auch Erz ist, ist ein bisschen ungewohnt. Ah, man kann sogar einen schnell machen, wenn man Shift gedrückt hält. Das ist natürlich. Immer wieder dieselbe Sache. 5, 1. Zack. Damit hätten wir so viel. Alter, da haben wir so viel Erzbrocken für bekommen, dass wir richtig loslegen können. Wir haben jetzt 2573 Erz. Wir sind reich! Erstmal ab. Wir sind so reich! Mal abwarten, was die Wassermagier noch so im Angebot haben. Jetzt werde ich auf einmal kniepig und sparsam. Auf einmal. Dankeschön. Willkommen zurück, Chris. Du hast quasi nichts verpasst, weil ich habe vergessen zu speichern, bin gestorben und musste dann ab der Aufnahme bis jetzt gerade alles nochmal machen. Apropos speichern. Einmal nochmal so speichern. Ja, war nicht meine Glanzstunde. Vielleicht können wir aber dann Kavalon. Ne, wir haben ja gar nichts mehr zum Verkaufen. Brauchen wir Kavalon gar nicht mehr bemühen. Weil wir schon alles weg haben, was wir verkaufen wollten. Da vorne. Hier geht's ins Ork-Gebiet, glaube ich.